Zinsupdate Oktober 2024. Wenn ihr eine Immobilie kaufen wollt, wenn ihr eine Immobilie neu bauen wollt, seid ihr hier auf dem Kanal genau richtig. Einmal im Monat kommt ein Zinsupdate, wo wir anhand einer Live-Berechnung zeigen, wie der aktuelle Stand der Konditionen ist bei unterschiedlichen Beleihungsausläufen, das heißt bei unterschiedlichen Eigenkapitaleinsätzen. Einmal die klassische 100% Finanzierung, das heißt, ihr bringt nur die Kaufnebenkosten mit, der Rest wird finanziert. Aber die 80% Finanzierung, das heißt, ihr bringt nochmal 20% Eigenkapital on top mit, und einmal die 60% Finanzierung, das heißt, ihr bringt nochmal 40% Eigenkapital on top mit. Und das schauen wir uns gleich anhand einer Live-Berechnung an. Und bevor wir einsteigen, natürlich der ganz kurze und dezente Hinweis: Wir beraten deutschlandweit zum Thema Baufinanzierung. Das heißt, wenn ihr selber auch eine Berechnung, einen Vergleich haben wollt mit natürlich persönlicher Beratung, dann fragt gerne bei uns an. Link ist im ersten Kommentar angepinnt. Und jetzt steigen wir ins Thema ein, und das Erste, was wir uns immer anschauen, ist ja die Rendite von deutschen Pfandbriefpapieren. Daran orientieren sich ja die Baufinanzierungskonditionen. Das heißt nicht am EZB-Leitzins, wenn der jetzt nach unten geht, dass dann auch sofort die Baufinanzierungskondition nach unten geht. Das ist immer nur ein Indikator, in welche Richtung das Ganze gehen kann, sondern an der Rendite von deutschen Pfandbriefpapieren, weil das sind die langfristigen Zinsen. Und wenn ihr hier jetzt gerade seht, bei einer 10-jährigen Anleihe haben wir eine 2,89 Prozentpunkte stehen. Dann ist das nicht die Kondition, die ihr von der Bank bekommt, sondern das ist nur eine Richtung, ein Indikator, in welche Richtung das Ganze gehen kann, weil hier schlagen die Banken natürlich nochmal ihre Marge obendrauf. Dann kommt es darauf an, wie viel Eigenkapital setzt ihr ein, in welchem Zustand ist die Immobilie, wie wird die Immobilie eingewertet, wie ist eure Bonität im Allgemeinen, und dann habt ihr euren persönlichen Zinssatz, und das schauen wir uns gleich in einer Beispielberechnung mal an. Dieser Chart, der ist jetzt nur bis zum 26. September, der hängt immer so ein paar Tage hinterher, und dementsprechend hatten wir in diesem Monat so einen leichten Jojo-Effekt. Das heißt, es ging leicht nach unten, es ging wieder leicht nach oben. Und wir sehen anhand der aktuellen Inflationszahl, die erste Schätzung von gestern war ja für September 1,6%, dass die Inflation nach unten geht. Und die Inflation ist auch mit ein Indikator, in welche Richtung die Baufinanzierungskonditionen gehen. Und das sehen wir tatsächlich am Zinsswap. Und der Zinsswap, das ist auch ein Indikator, woran sich die Baufinanzierungskonditionen orientieren. Und hier sind wir schon ein paar Tage weiter vorne, nämlich heute am 1. Oktober. Und hier sehen wir, dass es wieder leicht nach unten geht. Das heißt, die Banken werden wahrscheinlich in den nächsten Tagen nach und nach nochmal die Konditionen leicht senken. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal in der Live-Berechnung an. Unser Beispiel, wie jeden Monat, Kaufpreis 500.000 Euro, Grunderwerbssteuer hier in NRW 6,5%. Kann natürlich sein, dass in eurem Bundesland die Grunderwerbssteuer ein wenig niedriger ist. Notargebühren und Eintragung ins Grundbuch 2%. Das sind in der Regel Kaufnebenkosten, die bei jedem Immobilienkauf anfallen. Wenn ihr dann noch einen Immobilienmakler habt, der die Immobilie vermittelt, dann habt ihr hier natürlich nochmal Maklergebühren zu zahlen. Die lasse ich in dem Beispiel, in der Beispielberechnung ja immer außen vor. Das heißt, wir haben Gesamtkosten in Höhe von 542.500 Euro. Und im ersten Beispiel, in der ersten Beispielrechnung, setzen wir ja nur die Kaufnebenkosten als Eigenkapital ein, um hier eine 100% Finanzierung darzustellen, also eine Kaufpreisfinanzierung. Darlehensbetrag 500.000 Euro, 10 Jahre Zinsbindung, um das hier auch jeden Monat einheitlich zu gestalten. Wenn ihr natürlich eine längere Zinsbindung haben wollt, weil ihr mehr Zinssicherheit haben wollt, dann kann man das natürlich im individuellen Beratungsgespräch mit dem Berater, mit der Beraterin immer noch mal erfragen und da unterschiedlich kalkulieren. Tilgungswunsch 2%. Da werde ich gleich noch eine andere Beispielrechnung mal machen, nämlich mit einem geringeren Tilgungssatz. Jetzt lasse ich den Rechner erstmal starten. Mir ist nämlich Folgendes aufgefallen, wenn ich mir das Europace Trendbarometer anschaue. Das Europace Trendbarometer, da wird einmal im Monat werden die durchschnittlichen Zahlen veröffentlicht zur Standardrate, durchschnittlicher Tilgungssatz, durchschnittliche Darlehenshöhe, durchschnittlicher Beleihungsauslauf, was die Kunden im Durchschnitt wählen. Und bei der Erstfinanzierung ist mir in den vergangenen Monaten aufgefallen, dass die Tilgung schon rapide gesunken ist, seitdem die Konditionen in den letzten anderthalb Jahren nach oben gegangen ist. Und welche Auswirkungen das auf die Baufinanzierung hat,
also auf die Länge der Baufinanzierung. Das möchte ich euch heute mal ganz kurz anhand dieser Kaufpreisfinanzierung zeigen. Und zunächst einmal schauen wir uns erstmal die ersten Ergebnisse an. Und die ersten Banken bei einer 100% Finanzierung liegen hier bei 3,3% bzw. die ersten Versicherer. Aber ihr seht schon, die Ampel steht auf Rot. Das heißt, diese Finanzierungen werden nicht begleitet, weil die Banken wollen in der Regel mehr Eigenkapitaleinsatz sehen, damit diese Finanzierung überhaupt begleitet wird. Ihr seht es schon hier, wo steht es jetzt? Bei der Universa steht es. Mehr Eigenkapitaleinsatz, nämlich 50.100 Euro, damit die Finanzierung überhaupt begleitet wird. Und wenn wir uns hier mal die erste Bank anschauen, die sagt, okay, wir machen das Ganze, die steht bei 3,49. Ich meine, letzten Monat standen wir ähnlich bei 3,5, 3,6%. Also es hat sich nicht so viel getan im Vergleich zu letzten Monat. Also wenn ihr aktuell für eine Kaufpreisfinanzierung irgendwo bei 3,5, 3,6, 3,7% steht, dann ist das ein gutes Angebot, weil diese Beispiele, die ich hier ja rechne, ist immer für euch auch nur ein Indikator. Und ich hatte eben erwähnt, dass wir mal eine etwas geringere Tilgung auch gleich rechnen werden. Und wenn wir uns das Ganze mal in der kalkulatorischen Gesamtlaufzeit anschauen, kalkulatorische Gesamtlaufzeit heißt, der Rechner schaut, dass er den Zinssatz, der hier vorne steht, einfach auf die komplette Finanzierung rechnet. Wie lange ist die Laufzeit? Und das steht dann hier unten bei 29 Jahren. Und wenn wir das Ganze jetzt mal rechnen auf 1,5% Tilgung, das heißt, der Kunde sagt, ich hätte gerne eine geringere Tilgung, weil ich möchte gerne eine geringere Monatsrate haben. Wie schaut das Ganze dann aus? Einmal von der Monatsrate. Wir haben hier eine Monatsrate von 2.288 Euro. Und wie verhält sich das nachher auf die gesamte Laufzeit, auf die gesamte kalkulatorische Laufzeit? Und das ist ein Thema, das solltet ihr auch in der Beratung immer mit dem Berater, mit der Beraterin besprechen. Welche Tilgung ist für euch nachher die optimale Tilgung? Also wir sprechen hier von rund 200 Euro weniger im Monat, was ihr an Monatsrate bezahlt. 1,5% Tilgung, aber die kalkulatorische Laufzeit verlängert sich direkt um 6 Jahre. 6 Jahre. Und deswegen an dieser Stelle so wichtig, auch über diese Kleinigkeiten immer zu sprechen. Ich weiß, der ein oder andere, der jetzt zuschaut, denkt sich vielleicht, das kann man auch selber sich ausrechnen, das ist alles logisch. Wichtig ist aber wirklich, diese Hinweise zu geben, dass man das auf dem Schirm hat, weil es kommt nicht immer in jeder Beratung vor. Manchmal wird so ein bisschen Standard runtergespult und der Kunde muss selber darauf kommen. Deswegen an dieser Stelle für euch der Hinweis, habt auch dieses kalkulatorische Thema im Hinterkopf, weil ihr spart immens Zinsen durch eine höhere Tilgung und natürlich auch das Thema Sondertilgung. Wenn ich hier in Zukunft mal ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen soll, sagt mal Bescheid, dann werde ich da nochmal ein weiteres, ausführlicheres Video zu machen. Schreibt es mal, wie gesagt, in die Kommentare. Und jetzt schauen wir uns mal die 80% Finanzierung an. Natürlich stellen wir hier wieder auf Standardtilgung 2% um. Standardtilgung sage ich auch nur dazu, weil es für mich eine Standardtilgung ist, die 2%. Natürlich steht das nirgendwo geschrieben. Und 400.000 Euro Darlehensbetrag, 80% Finanzierung sehen wir also jetzt. Und der Hinweis hier, die geringere Rate, die ihr jetzt seht, also die 1.667 Euro, kommen natürlich nicht nur durch den geringeren Zins zustande, sondern auch, weil ihr ein geringeres Darlehen aufnehmt und dementsprechend ist die monatliche Rate natürlich geringer. Und ihr seht schon, was wir hier für einen Sprung machen, wenn ihr mehr Eigenkapital mitbringt. Und diese bringt 20% Eigenkapital mit. Das kennt man ja schon seit Jahrzehnten, dass man mindestens 20% Eigenkapital mitbringen sollte, wenn man eine Finanzierung umsetzen möchte, wenn man eine Immobilie kaufen möchte. In der Phase, in dieser Niedrigzinsphase, die wir vor einigen Jahren ja über einen längeren Zeitraum hatten, ist es so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil die Zinsen im Allgemeinen sehr, sehr günstig waren. Aber wir kommen mittlerweile wieder zu dieser Empfehlung zurück, dass ihr mindestens 20% Eigenkapital mitbringen solltet, weil es sich einfach immens auf die Kondition auswirkt. Das hier sind jetzt die Angebote für besonders energieeffiziente Immobilien. Das muss man auch beachten. Hier gibt es nochmal einen Sonderabschlag für Regional Green, für Baufi Green. Und
Sparda West Digital mit ihrer Sparda Klimabaufinanzierung. Aber die erste Bank, die hier ohne irgendwelche Klimabonusse um die Ecke kommt, liegt hier bei 3,12%. Also wenn ihr aktuell irgendwo bei 3,1 bis 3,2 Prozentpunkte für eine 80% Finanzierung liegt, dann habt ihr schon ein sehr, sehr gutes Angebot. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal abschließend mit der 60% Finanzierung an. Da braucht ihr natürlich entsprechend wieder mehr Eigenkapital. Und dann haben wir hier auch wieder gleich Konditionen stehen von unter 3%. Das hatten wir letzten Monat auch. Und dementsprechend sind wir immer noch in einem sehr guten Zinsumfeld. Aber auch hier der Hinweis, dass wir hier gleich die Kondition bei den besonders energieeffizienten Baufinanzierungen sehen werden. Das heißt, ihr braucht eine Immobilie, die in der Regel in A oder A+ eingestuft ist. Das findet ihr im Energieausweis. Diesen Wert, hier sehen wir jetzt die Ergebnisse, Sparda Klima Baufinanzierung, Baufi Green, Regional Baufi Best Green sind die Top-Angebote und die erste Bank ohne eine besonders energieeffiziente Immobilie ist die Deutsche Bank mit 2,91 Prozentpunkte. Also aktuell gibt es wirklich sehr, sehr gute Angebote, wenn man viel Eigenkapital mitbringt. Hier natürlich auch mal ein wichtiger Hinweis. Wir haben in den letzten Monaten auch über die Deutsche Bank den ein oder anderen Fall abgewickelt. Und die Kunden, die das vielleicht jetzt sehen, die wissen, es dauert aktuell sehr lange. Wenn hier 20 Tage Bearbeitungszeit steht, dann heißt es 20 Werktage. Das heißt, man wartet in der Regel erstmal 4 Wochen, bis sich der Fall überhaupt genauer angeschaut wird. Und dann kommt es nochmal meistens zu Unterlagen, Nachforderungen. Es wird noch eine Objektbewertung gemacht. Also der Fall kann sich schnell mal auf 6 bis 8 Wochen ziehen. Und hier hat nicht jeder Käufer immer die Zeit, dementsprechend so lange zu warten, und dann muss hier einfach auf eine andere Bank zurückgegriffen werden. Vielleicht der ein oder andere Kollege, der zuschaut, vielleicht schreibt ihr auch mal eure Erfahrung unten in die Kommentare, was so Deutsche Bank, DSL Bank und so angeht, aktueller Stand, dass es einfach sehr, sehr lange Bearbeitungswege sind. Aber das der aktuelle Einwurf zum Thema Konditionen. Wo stehen wir denn aktuell? Wenn ihr den kompletten Überblick zu den KfW-Konditionen haben wollt, gebt einfach www.kfw.de/Konditionen ein. Habe ich euch auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da kommt ihr dann hier zu dieser Übersicht, wo alle KfW-Programme aufgelistet sind. Oder ihr schaut einfach auf Seiten der KfW unter Förderprodukte. Da könnt ihr euch dann auch immer die Bedingungen zu den einzelnen Förderprogrammen anschauen. Wenn die Konditionen weiter fallen, dann haben wir mehr Käufer am Markt. Wenn wir mehr Käufer am Markt haben, also Immobilienkäufer, dann werden auch langfristig wieder die Preise nach oben gehen. Das ist meine Einschätzung, meine ganz kurze Einschätzung zum Thema, mein ganz kurzer Überblick für euch zum Thema Konditionen. Wenn ihr selber eine Baufinanzierung gerade umsetzen wollt, fragt gerne bei uns an. Link ist im ersten Kommentar und eure Meinung gerne auch in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.